Hallo und willkommen zu diesem Review. Heute haben wir mal zwei Geräte am Start, zwei auf einmal. Und zwar also das von Wupu ist das hier einmal die Drag E60. Ja, auch so Pod-System quasi mit Akkuträger unten drunter. Und dann haben wir hier nochmal die Wupu, das ist die Drag H80S. Das ist dann auch mit dem gleichen Pod, aber mit wechselbarem Akku. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, in diesen Verpackungen werden sie geliefert, die beiden, die Drag H80S und die Drag E60. Und ja, die haben wir hier, habe ich zum Beispiel das Grey Carbon Fiber und hier die goldene Version. Gibt natürlich verschiedene Farben, müsst einfach mal schauen dann. Wir schauen jetzt mal rein, was da alles dabei ist. Ja, schauen wir hier bei der Drag H80S, da haben wir natürlich eine Bedienungsleitung, auch unter anderem in Deutsch. Ja, so ein Zettelchen hier dabei, wie ein Akku nicht aussehen sollte und müsste man mal durchschauen, wenn man das noch nicht kennt. Und dann haben wir hier nochmal hier so ein Trockensalzzeugs. Dann haben wir hier eine Coil mit dabei, und zwar die auch eine PNP-Coil. Das sind auf beide Geräte, haben quasi den PNP-2-Tank, wo wir also PNP-Coils reinpacken können, auch untereinander kombinieren, wie auch immer. Das hier ist der PNP-TW30, maximal 36 Watt mit 0,3 Ohm. Und ich habe jetzt verbaut den PNP-TW15, das sind maximal 70 Watt. Und ja, mit 0,15 Ohm. Dann haben wir noch ein relativ kurzes USB-C-Ladekabel. Und das gleiche haben wir hier nochmal, bis auf diesen Hinweis mit dem Akku. Auch die gleiche Bedienungsanleitung, bis auf natürlich technische Details, die natürlich unterschiedlich sind. Ansonsten Tank ist das gleiche und auch die Menüführung. Dann haben wir hier ein PNP TW20 Max 55 Watt 0,2 Ohm, und hier haben wir einen maximal 36 Watt 0,3 Ohm, dann natürlich TW30. Den habe ich verbaut, und schauen wir uns jetzt mal kurz zur Anleitung eben rein. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal hier kurz den Überblick. Wir haben mal Details, wo was sitzt, hier oben aufgeführt. Technische Daten so ein bisschen, da erzähle ich euch gleich noch was zwischendurch. Dann haben wir hier dann die Menüführung, die Bedienoberfläche. Das zeige ich euch hier gleich, das ist bei beiden Geräten gleich. Und hier unten haben wir dann nochmal, so Statusmeldungen sind auch bei beiden Geräten gleich. Also alles, was hier zu sehen ist, ist bei dem anderen genauso. Ja, Reinigung, wie man das hier machen kann, in Wattestäbchen oder sonst in Getuchs kann man da reingehen und es aufsaugen. Und ja, das war es eigentlich von der Anleitung, ist eigentlich gut verständlich, eigentlich für beide. Ja, wir können hier auch noch mal eben kurz durchblättern. Da seht ihr, sind eigentlich nur die technischen Daten anders. Sonst ist alles das Gleiche, weil der PNP-Tank ist ja der gleiche. Und die Menüführung ist auch das Gleiche. Also insofern kann man die Handbücher eigentlich ganz gut gebrauchen. Ja, es sind ja mehrere Coils, werden ja mitgeliefert. Und ich habe jetzt hier, das lese ich euch gleich noch vor, das ist hier die PNP TW20 mit 0,2 Ohm, 40 bis 55 Watt, wenn ich richtig lese, jawohl. Ich wollte es euch ja nur mal in die Kamera halten, die sind eigentlich nicht großartig unterschiedlich, bis auf die Liquidöffnung und hier natürlich den Durchmesser, wo die Luft durchzirkuliert. Das ist eine Mesh-Coil, wie ihr seht, und da wollte ich euch nur mal zeigen, wie denn sie so aussehen, welche Qualität sie haben. Ja, machen einen guten Eindruck, sehr sauber verarbeitet, und das wollte ich euch nur mal hier mit zeigen. Ja, schauen wir uns mal hier die Drag H80S an. Ich drehe es einfach mal so in der Runde, damit ihr sehen könnt, wie das hier so aussieht, das Optische. Ja, hat ein gutes Handgefühl hier, ist so ein bisschen mit dem Kunstleder versehen und ist relativ griffig, fühlt sich gut an. Gute Haptik. Ich habe jetzt hier nicht, dass ihr denkt, hier wäre schon Kratzer drauf. Nein, das ist noch eine Schutzfolie, die habe ich auch noch drauf gelassen. Die bleibt so lange drauf, bis sie mal richtig zerkratzt, dann mache ich sie erst runter. Ja, wir haben hier an der Seite haben wir hier den Feuerknopf hier. Und hier haben wir die Plus-Taste, die Minus-Taste und den USB-C-Ladeanschluss. Ja, wir haben hier unten nichts großartig, bis hier auf hier Sample und den Gene-TT-Chip, Mülltonne, CE-Zeichen. Von unten drunter ist ein bisschen gummiert, das heißt, es scheppert und rappelt nicht so, wenn man es hinstellt. Und ja, wir haben hier oben die Airflow, wie ihr seht. Das kann man hier schön verstellen, indem man einfach den Tank verdreht. Das zeige ich euch gleich nochmal von innen. Ja. Wir haben also hier ohne Anschlag, kann man ringsherum drehen. Also nur das untere ist die Airflow quasi, verstellt sich dann auf beiden Seiten gleichzeitig. Und
Ich lasse das mal ganz auf. Und hier oben haben wir noch ein kleines Sichtfenster, wo man halt nochmal den Liquidstand sehen kann. Aber man kann hier oben wunderbar reinschauen. Den erkennt man also so schon sehr gut, weil das Klarglas ist, finde ich immer super. Kann man schön erkennen, den Liquidstand. Ne? Ich spreche jetzt gleich über hier oben den Pot an, was ich bei dem anderen natürlich dann nicht mehr mache. 4,5 Milliliter Fassungsvermögen und mit ja, Bajonettverschluss. Topfüll, zack, aufdrehen. Oben einfüllen durch die kleinen Befülllöcher an den Seiten und ja, draufstecken, zudrehen, fertig. Ne? Kurze Umdrehung, finde ich super, super gelöst, super gemacht. Ja, klares Glas, seht ihr, wunderbar. Coil hier unten, easy zu wechseln. Dazu fasst ihr einfach den Coil hier und zieht den hier ab. Zack, habt ihr den schon draußen und einfach reinstecken, ist egal, wie rum oder so, müsst ihr nichts beachten. Und ja, das war's. Dann wäre es auch schon im Coilwechsel 5 Minuten warten, bis wenn man ja, einen neuen Coil reingemacht hat, dass er sich mal vollsaugt und dann losdampfen. Erstmal ein bisschen warten. Und das war's eigentlich schon mit dem Wechsel. Einfach rausziehen, reinstecken, fertig. Ja, die Luft kommt dann hier unten ne, durch die Coil durch an den Seiten und dann quasi durch die Coil hier oben in den Kamin, kurzen Kamin quasi ins Drip-Tip. Die Luft kommt dann halt hier von der Seite hier rein, ne, haben wir gerade gezeigt, wie man das verdrehen kann. Man dreht also den ganzen Tank. Hier sind so kleine Vertiefungen drin, so kleine ja, Fräsungen. Und das greift hier in diese kleine Lasche, die man da sieht. Da haben wir hier auch noch eine, also 3 Stück an der Zahl. Und die greifen dann da drin und dadurch verdreht man das Ganze. Ja, in der Mitte haben wir den Pluspol, an der Seite das Minus, Golden Pinner. Ihr seht, es ist ein bisschen Feuchtigkeit drin. Ja, das machen sie. Sie machen ein wenig schwitzen sie. Aber ja, das machen ja viele. Ne? Ja, Airflow habe ich hier voll auf. Dann kommen wir weiter zu dem Gerät. Wir haben hier 18650er, passt hier rein. Und ne, einfach zu entnehmen und einzuführen. Hier haben wir Plus. Und das ist natürlich dann diese Seite. Dann nach oben, einmal reinstecken und dann hier mit Magneten gehalten, oben, unten, die dann hier und dort auch sind. Und das hält wunderbar, ist schön fest. Ja, mit 5-mal Klick macht man ihn an. Er ist jetzt schon an, ich mache nochmal aus. Fünfmal Klick, wie gesagt, anschalten. Dann kriegen wir schon eine Begrüßung. Und ja, dann haben wir den schon hochgefahren. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz den anderen nochmal an. Das ist also hier ja fest verbauter Akku mit 2550 mAh. Ja, recht klein, also wie so ein Pico, sage ich jetzt mal, ne, wer den kennt. Ja, gleiche Tank, ne, können wir untereinander tauschen, die Coils auch untereinander tauschen. Muss natürlich auch gucken, ob das dann der Coil auch mit der richtigen Leistung dann passt. Das ist schon mal ganz praktisch. Das gleiche hier auch, ne, mit der Airflow zu verdrehen. Alles das gleiche. Ja, auch hier ne, von innen das gleiche. Ihr seht, hier ist auch ein kleiner Tropfen dran. Er neigt leider auch ein wenig zum Schwitzen. Ja, Menüführung auch hier das gleiche. Wir gehen gleich mal ein komplett durch. Dann seht ihr das. Ne? Identisch natürlich die Werte jetzt nicht. Ne? Einzige, was halt anders ist, ist, ne, ist dass hier ist das Plus ist hier. Das Minus auf der Seite. Hier oben ist Plus da und da ist Minus. Und ansonsten Feuertaste und dann hier haben wir noch eine kleine Zugautomatik. Wir können also ohne Feuertaste dampfen oder auch mit und hier nur mit Feuertaster. Ja, auch den drehe ich mal in der Runde. Ne? Das ist jetzt hier die goldene Version. Hier schön mit dem Schriftzug drauf. Auch natürlich wieder Kunstleder hier. Designt bei Wupu. Ja, sehr schönes, nice Teil. Sehr handlich auch noch. Kann man auch noch gut in die Hosentasche packen. Und finde mit den 2550 mAh kommt man auch schon einige Zeit mit über die Runden. Ja, wir sehen hier unten drunter keine Entgasungslöcher. Ich gehe mal davon aus, dass es auch über den USB-C-Anschluss entgasen würde. Ja, da haben wir bei dem Gerät Abmessung von 94 mm mal 24,9 und 46 mm. Ja, der Akku hat, wie ich schon erwähnt habe, 2550 mAh und ja, maximale Ausgangsspanne von 3,2 bis 4,2 Volt. Leistungsbereich von 5 bis 60 Watt. Und ja, mit 2,5 Ampere kann er geladen werden. Und Leistungswiderstände von 0,1 bis 3 Ohm. Ja, 400 Milliliter Tank hat ja schon erwähnt. Und dabei ist halt eine 0,3 Ohm Coil und eine 0,2 Ohm Coil. Ich habe jetzt die 0,3 Ohm Coil verbaut und habe ihn jetzt mal so mit 30 Watt hier stehen.
Ja, bei dem Drag H80, 123 mm quasi in der Länge und 26 mm in der Breite und 32 mm in der Tiefe. Ja, 18650 der Akku ist natürlich nicht enthalten, muss man da dabei kaufen. Auch mit 3,2 Volt bis 4,2 Volt Ausgangsspannung und ja, Leistungsbereich von 5 bis 80 Watt. Und ja, mit 2 Ampere kann er geladen werden. Und Widerstandsbereich von 0,1 bis 3 Ohm. Ja, auch hier natürlich PNP-Tank, ja, der gleiche mit 4,5 Milliliter. Ja, wer das auch noch wissen will, der Tank hat einen Durchmesser von 24,3 Millimeter ungefähr. Ja, ne, falls man das mal sehen möchte. Ja, schauen wir uns mal die Menüführung an. Und sind ja, wie gesagt, bei beiden gleich angeschaltet. Auch das Gerät mit 5-mal Klick natürlich. Und das haben wir jetzt ja schon gemacht. Wir gehen jetzt mal ins Menü rein. Dazu haben wir ja hier die Möglichkeit, Plus und Minus gleichzeitig zu drücken, wenn man es denn schafft. Und dann kommen wir hier rein. Da haben wir den Mode hier oben, Path Reset, About Device und Exit. Wir gehen jetzt mal oben in den Mode rein, müssen mit Pfeiltaster bestätigen. Da haben wir hier oben den Smart-Modus. Ja, da ist der, verwendet er die beste Leistung zu der passenden PNP-Coil und um zu verhindern, dass er da vielleicht das durchbrennt oder so, ne, die Coil zu stark befeuert wird. Jetzt sind wir wieder automatisch rausgegangen, schmeißt uns raus, wenn wir zu lange warten. RBA, ja, RBA ist einfach benutzerdefinierte einstellbare Leistung, ja, von diesen 50 bis 60 Watt. Eco-Modus, ja, das ist einfach der Strom quasi, also Akku schonend. Er fährt dann auch richtig mit dem Licht runter, der wird dann wesentlich etwas dunkler. Ich kann ja mal eben auswählen, dann seht ihr, der Display wird dann dunkler. Und wenn wir jetzt nochmal reingehen, wähle nochmal aus. Ne, jetzt muss ich einen anderen nehmen, so. Den Smart ist er dann gleich wesentlich heller. Ja, dann haben wir hier Path Reset. Gehen wir da mal rein. Und wenn wir da dann bestätigen, zack, macht er den auf 0. Und wenn wir da jetzt, müssen wir natürlich wieder reingehen. Dann laufen wir hier About Device. Da sehen wir dann halt, ja, Chip-ID-Nummer und sowas alles. Ja, ihr könnt dann auch natürlich das Ding updaten quasi, ne, über USB und dann bei WuPro dann, falls es ein Update gibt, da runterladen und hier drauf spielen. Ja, und hier unten haben wir einfach Exit und kommen da wieder raus. Wenn wir jetzt Plus und Feuertaste gleichzeitig drücken, können wir noch doch das Display sperren. Und da haben wir das hier gelockt. Dann sehen wir das auch hier oben in dem Display. Ja, gleichzeitig wieder entlocken, drücken, dann haben wir es wieder weg. Ja, hier oben haben wir dann mal hier Drag stehen, dann den, ja, Akkustand in Prozent und dann halt das Symbol von dem Akku. Ja, den Modus, den wir eingestellt haben, ich habe jetzt hier den Smart-Modus. 36 Watt hat er jetzt hier, wahrscheinlich, weil ich hier auch tausendmal hin und her gestellt habe. Ich hatte ihn einfach auf 30 dann runtergestellt. 0,3 Ohm und dann hier die Volt, die ausgibt, wenn wir feuern. Und ja, Puff-Counter jetzt auf 2. Und die Sekundenzahl, wie lange wir gefeuert haben. Und natürlich einige Anzeigen, die wir jetzt natürlich nicht so einfach, ja, können wir schon, indem wir jetzt weiter abziehen, feuern, dann kommen dann halt Check Atomizer und sowas, ne? Also möglichen Meldungen, die wir hier drin haben. Aber das seht ihr dann auch im Handbuch oder wenn ihr das im Video nochmal sehen wollt, einfach mal die Anleitung zurückspulen und dann auf Pause klicken, dann könnt ihr das auch lesen. Ja, soweit die Menüführung bei beiden Geräten. Wir können beide Geräte auch nicht dampfen während des Ladens. Das funktioniert nicht. Na, ich hoffe mal, ich habe soweit alles und dann sehen wir uns mal oben zum Fazit. Ja, kommen wir zu dem Fazit der beiden Geräte hier. Ja, WuPro Drag E60 und den WuPro Drag H80S. Ja, fangen wir bei den Tanks oben an. Contra Top Cap. Bajonettverschluss finde ich etwas zu leichtgängig. Also wenn man den, also sie sind unterschiedlich, ja, der eine so, der andere so. Also der hier von dem Drag H80, der Pot hier, der dabei war, der Tank, da ist es ein bisschen leichtgängiger. Wenn man es in der Hosentasche hat, mir ist es schon passiert, ich wollte rausnehmen und habe dabei ein bisschen, und zack, hatte ich den Deckel in der Hand. Ist natürlich nicht schön. Ich finde es ein bisschen zu locker. Dann Kondensbildung haben beide. Beiden Coils, die ich jetzt hier drin hatte und ja, stellenweise auch nicht wenig. Ne? Da muss man also schon mit rechnen. Ja, und beide sind leider nicht dampfbar während des Ladens. Ne? Also wer dann mal im Auto, ne, während des Ladens noch mal dran ziehen will, das kann er vergessen. Hier hast du natürlich einen Akku, den du wechseln kannst. Muss man natürlich schauen, was man da am liebsten hat.
Ja, und bei der HAG80, ja, mit der 0,15 Ohm, ich weiß nicht, mit einem Akku 18650er 70 Watt. Also da musst du auf jeden Fall einen Akku haben, der mindestens 20, besser 25 Ampere Entladestrom ab kann, weil der macht jetzt hier so mit der Leistung, wie er da ist, ungefähr 22 Ampere Entladestrom braucht er. Und finde ich eigentlich die Leistung schon zu krass für einen 18650er Akku. Man hat da auf jeden Fall nicht lange was von. Ja, Pros auf jeden Fall, der Bajonettverschluss oben. Klar, er geht für mein Gefühl etwas zu leicht. Ist ja jetzt auch nur meine Meinung, ja, das muss man ja nicht mit mir teilen. Aber meine Meinung ist, dass er geht Ticken zu leicht. Topfüll finde ich auch top. Klares Glas, also man kann super den Liquidstand, den Füllstand sehen, ohne ne, irgendwas hin und her kippen zu müssen. Man sieht eigentlich direkt unten auf die Coil quasi, auf die Watteöffnung, ne, also die Öffnung, wo die Liquid einsaugt, sieht man sogar direkt hin. Finde ich super. Und man kann auch sogar die Coil, wenn man den Pott mal rausnimmt und genauer guckt, ohne dann rausziehen zu müssen, wenn man nicht mehr weiß, wie viel Watt muss ich den hier nochmal einstellen. Kann man da nochmal genau drauf gucken oder was für ein Wert da drauf ist. Finde ich schon mal ganz gut. Coil und Tank untereinander tauschbar, finde ich auch super. Also PNP Coils gibt es ja auch schon bei anderen Systemen, auch von anderen Herstellern. Da kann man das auch wunderbar drin verwenden. Ja, bei dem kleinen hier finde ich auch gut, 2550 mAh. Und da kommt man schon eine längere Zeit mit aus, wenn man jetzt natürlich nicht unbedingt mit 60 Watt da dampft oder so. Ich habe den jetzt auch mit dem kleinsten ja gedampft und war da so bei 30 Watt unterwegs. Und da kommt man schon eine lange Zeit mit aus. Ja, und bei dem Drag H80 S, ja, da kann man natürlich 18650er wechseln. Und das ist so immer, finde ich persönlich, am allerbesten, ja, nachhaltig und man hat lange was davon. Der Akku ist ja tauschbar, wenn der mal nichts mehr taugt, weiß ich nicht, in 2, 3 Jahren oder so. Und dann funktioniert das rein theoretisch hier immer noch. Ja, und bei beiden Geräten, jetzt habe ich ja hier 60 Watt drauf bei 0,15 Ohm Coil. Finde ich jetzt bei dem 60 Watt sollte man da schon aufmachen, weil ich ein bisschen zumache. Wird es dann schon warm, aber muss man mitspielen, das ist ja jedem selbst überlassen. Ich habe das jetzt hier so 3/4 geöffnet, sage ich mal, bis ganz, und das finde ich eigentlich ganz gut so. Da kommt der Geschmack auch super rüber. Und hier bei dem kleinen, aber hier bei 30 Watt, bei 0,3 Ohm Coil. Ja, ist ja schon so ein, das ist auf jeden Fall ein restriktives DL, finde ich. Hier kann man eigentlich auch, wenn man dann die etwas größere Coil drin hat, also mit mehr Leistung, mit 55 Watt, die 0,2 Ohm, dann ist halt auch richtig RDL-Dampf. Ne? Hier finde ich, das ist schon, ja, kann man auch. Aber ich finde, das ist meiner Richtung noch fast mehr MTL oder offenes MTL. Ne? Wir können auch mal ganz zumachen. Ja, 30 Watt. Ich habe jetzt noch mal ein kleines Spaltchen noch offen gelassen. Können wir sehen. Kann man auch machen, ne? Zugautomatik, wie gesagt. Funktioniert auch. Ja, vom Geschmack her, von der Einstellung her, PNP-Coils sind ja eigentlich ganz gut. Ne? Also ich habe da jetzt keine schlechte Erfahrung mit gemacht, was Geschmack angeht. Jetzt hier, okay, ein bisschen haben wir mal ein bisschen schwitzi da drin. Da muss man dann halt mit leben. Ne? Hat man bei anderen auch, muss man halt aber ab und zu mal auswischen. Und ja, ansonsten vom Geschmack her. Vulcan kann der auch sehr gut hier. Der Drag H80 S würde ich locker 8,5 Punkte geben. Also mir schmecken die Coils, sind gleich auf mit anderen Mesh-Fertig-Coiler genauso.
Ja, das war's von mir zu den beiden WUPO-Geräten, DRAG H80S und DRAG E60. Müsst ihr nicht selber wissen, ob das was für euch ist oder nicht. Vielleicht gefällt euch das ja, vielleicht aber auch nicht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das Video geschaut habt und ja, sage bis zum nächsten Mal, bis ihr wieder ein neues Video habt. Tschö.